So, da sind wir wieder zurück und schauen wir mal, was sich jetzt noch ergibt. Wir haben ja im letzten Teil hier noch ein Defensivbündnis rausgehandelt. Ein paar andere Sachen müssen wir noch abwarten. Wir brauchen noch, also wir müssen auch noch ein bisschen sparen. Wir haben unsere Armeen ja ziemlich reduziert. Wir haben aber auch glücklicherweise jetzt hier noch einige Hafengebäude ausgebaut. Das bringt tatsächlich massig Geld. Jetzt war meine Überlegung, dass wir mal den Arcadius, hat eigentlich genug Einfluss, ne? Der setzt sich jetzt mal gerade ein bisschen zur Ruhe in Thrakien. Und da lassen wir dafür mal hier unseren Servius Aruntius Varro. Den lassen wir mal jetzt so ein bisschen hier ausprobieren und gucken mal. Ja, du kannst jetzt hier einen Erlass machen. Aber das ist absolut in Ordnung. Mach den Erlass. Denn Arcadius ist kein guter Verwalter. Und unser Sohnemann ist dafür kein guter General. Also von daher, aber ich glaube, Arcadius ist weder ein guter General noch ein guter Verwalter. Schauen wir mal. Wir dürfen noch gespannt sein, was die Hunnen in Ravenna fabrizieren. Und wir dürfen gespannt sein, was die Dänen mit ihren Agenten hier machen. Wollen die uns wieder zum Heidentum konvertieren? Ich fürchte ja. Ich fürchte ja. Ah, guck mal, da sind sie. Okay. Finde ich tatsächlich gut. Finde ich tatsächlich gut. Jetzt könnten wir hunnische Einheiten rekrutieren. Das sollten wir dann auch tun. Denn wir wollen ja die Horde Christi weiter aufwerten. Eine kleine Wette. Der junge Gladiator verliert den Kampf gegen den Veteran. Auflösung, nächste Runde. Okay. Arcadius stirbt oder so. Deswegen. So, das wäre doch mal ein faires Event, hä? Okay. Wo ist mein Spion? Da. Dann Attentat ausführen. Gib alles. Cool. Sogar kritisch. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Da. Gepriesen sei der Herr. Attentat ausführen. O Herr, 95% erhöre Chance. deinen Diener. Euer Wille ist vollbracht. Ist auf jeden Fall schon mal schön, wenn die beiden weg sind, ne? Okay, ja. Arcadius gibt das Zepter ab und wir haben direkt Kohle. Nice. Nice, nice, nice. So, wir haben direkt hier Platz frei. 11 und hier 12 sogar. Hier haben wir diese Goldmine, das heißt, wir sollten hier irgendwas bauen, was uns noch Rohstoffe bringt, wie zum Beispiel eine lokale Industrie. Irgendwas, was keine Nahrung verbraucht. Wir werden hier wahrscheinlich irgendwann nochmal ändern müssen und dann schauen wir mal, reißen wir irgendein Gebäude ab und bauen was, was Nahrung bringt dafür. Im Zweifelsfall reißen wir die Kirche ab. Leute brauchen was zu essen. Wer geht schon gerne in die Kirche? Von wegen Abendmahl und Ich so. bin ein Schatten. Deiner selbst. Und dann gucken wir noch, was haben wir hier? 5, das dauert noch. Okay. So, da sind die Hunnis. Ich erwarte eure Befehle. Und die Hunnen geben mir zweimal hunnische berittene Bogenschützen. Das ist ganz cool. Dann stellen wir doch mal hier eine Armee auf. Wie wäre es mit Arcadius? Und wie man erkennen kann, hat er viele Sachen, die auch nicht ganz so cool sind. Aber gut. Ja, rekrutieren wir mal. Ich erwarte eure Befehle. Gehen wir in die Stadt Das rein. Und nehmen mal die zwei Hunden mit. Der hat jetzt hier zum Beispiel, wie man sehr gut sehen kann, schon eine schwere Nahkampfkavallerie für 422. Und jetzt überleg mal, das ist, wenn wir das mal hiermit vergleichen, 238, ne? Es ist einfach unfassbar teuer. Warum kann ich ihn zum Erben ernennen? Der Erbe übernimmt nach dem Ableben Dillet. Warum geht das hier nicht? Beruf Sohn.
Er ist immerhin Baumeister. Plus 1 Autorität, wenn Statthalter. Ja, okay, da kann ich mit leben. Wir haben noch einen, warte. Wo war der andere? Hier, da. Da ist noch ein Knilch. Anikios Keonos Lepidos. Zeig mir nochmal die anderen. Der Virius Caninus. Was war mit dem nochmal? Schuss auf Kinder. Öffentliche Ordnung minus 2, aber das ist nicht so schlimm. Und dann haben wir noch den Anikios Probinus. Was war mit dem? Chancen auf uneheliche Kinder, Abkühlzeit. Der ist eigentlich gut, ne? Was geben wir dem noch mit? Das ist der von Dardania. Das ist tatsächlich, vielleicht Kosten für Militärgebäude könnten gut sein. Oder nehmen wir die Forschungsrate. Nee, mach mal das hier ruhig noch ein. Das ist okay. So, was machen wir mit ihm? Ihn könnten wir auch noch zu einem General machen. Zeig mir mal gerade. Der ist echt noch recht neutral, ne? Der muss irgendwas machen, sonst kriegt er nachher nur so Kack-Trades, ne? Wir könnten hingehen und hier so dieses und hier dieses... Dieses Ding hier da kolonisieren. Sirmium. Dann würden wir... Dann könnten wir dort einen Statthalter reinpacken, meine ich. Man braucht die nicht komplett, oder? Man braucht nur diese eine. Das ist okay, wenn die anderen... Wisst ihr das? Was hältst du von den berittenen Sagittari? Nicht so gut, weil die nur nach vorne schießen können. Vielleicht eine mögliche Ergänzung zu den hunnischen Söldnern? Auf gar keinen Fall. Die Hunden sind viel besser. Aber ja, also klar, ich bevor du gar keine berittenen Fernkämpfer spielst, spielst du lieber die Sagittari. Würde ich auf jeden Fall so... Würde ich auf jeden Fall sagen. Und zwei berittene Fernkampfeinheiten sind ganz okay. Okay, ja. Wir beenden die Runde nochmal. Oder nee, wir machen was anderes mit dem Dude. Das ist der, ne? Wir geben ihm mal eine Flotte. Die ist nicht so teuer. Dann kann er was Sinnvolles machen. Eure Befehle? Die Flotte versammeln! Wir haben da eine Flotte, die uns 450, 600, 700 irgendwas kostet. Machen wir sie ein bisschen kleiner. Ich stehe euch zur Verfügung. Zu euren Diensten. Der ist auch sehr listig, das finde ich gut. Verstärkungsrate ist dann immer das nächstwichtigste. Sofort wieder da, Sekunde. Frieden verhandeln, Esclavina und Aranisch. Kaledonia, Krieger, Kleid, Italia, Rang erhalten, des Brochus. Bereit zum Kampf! Das ist ein Agent. Haushalt verloren, Tierhändler! Ich erwarte eure Befehle!
Ah, das habe ich jemand anderem weggenommen, oder was? Kann gut sein, ne? Lokale Industrie gebaut. Cool. Das Ding, Bonus aus der Tierhaltung. Ungewöhnliche Wetterbedingungen in Dardania. Okay. Wo sind die Hunde hier unten? Wäre ich doch nur so schnell wie die Engel. In Bewegung. So. Wie lautet euer Nick? Ich erwarte eure Befehle. Ja. Aber guckt ihr das an. Wir kriegen keine Vision auf das Gebiet. Was ist da los? Ich bin ein Schatten. Wenn er gibt in 3 Runden auf, dann wird es wahrscheinlich nochmal geplündert. Wie kann ich euch helfen? Nee, warte. Ja, ich wollte eigentlich gucken, was er kann. Baukost mir so. Ja. Hierhin bitte. Hierhin laufen mit dem Typen. Hierhin bitte. Genau dahin. Zu euren Diensten. Du kommst wieder hier rüber. Ich gehe. Wie kann ich euch noch helfen? Kannst mir da ein bisschen mehr Kohle verschaffen. Okay. Die Gauten sind noch neutral, verschlechtert sich wegen große Macht, vermute ich. Okay. Ja, wir haben die gleichen Feinde. Krieg gegen Sueben, gegen Franken, gegen Dänen. So, du siehst das nicht irgendwie als sinnvoll an, dass wir zusammenarbeiten hier? Aha, ich wollte doch sagen. Moderat, mhm. Wir gucken mal gerade. Bei 6000... Moderat bei 7000 hoch, okay, bei 3500 machst du noch nicht, okay. Und wenn wir sagen 4000, okay. Warum machen wir das? Wir wollen einen Handelsvertrag mit denen. Moderat. Hoch. Moderat bei 7000. Knallharte Verhandler. Okay. Und wieder 2 Runden Geld sparen. Jetzt haben wir 2 Runden Kohle rausgeschmissen. Jetzt sparen wir wieder 2 Runden Geld. Man könnte fast vermuten, ich versuche hier einen Diplomatie-Sieg zu machen, ne? So langsam, nachdem es mal ein This is Total War war, wird es jetzt ein Diplomatie-Sieg. Alter, guck dir die weströmische Revolte an. 2 Fullstacks haben die mittlerweile schon. Die Hunden könnten einfach da rausgehen. Westrom würde wieder auferstehen in Ravenna. Whoa! Whoa! Nice!
Nice, du hast sie platt gemacht, danke. Eine Fraktion weniger, ist auch wieder sehr gut. Sehr gut. Sau gut. Sau gut. Was machst denn du da hinten? Deinen Seitenanführer löschen, okay. Blood Angel, gibt's momentan, Westrom gibt's nur als Revolte momentan. Mission erteilt. Baut Handelsbeziehungen mit folgender Fraktion auf. Ostgoten. Kommandant. Okay. Bereit zum Kampf. Die kosten mich zwar einen Haufen Geld, aber ich nehme die trotzdem mit. So, jetzt gibst du die mal ihm. Das Ding ist halt, also eigentlich am besten wäre tatsächlich, wenn der Arcadius die halt hätte. Weil die, weil der Arcadius hat ja einen Bonus auf Einheiten, Einheitenunterhalt, ne? Der hat besonders günstige Einheiten wegen dieses hohen Listwertes, ne? Der hat einen sehr hohen Listwert. Das kriegen wir hier nicht ganz hin. Kontrollierte Provinz, das passt nicht. Ja, das können wir auch noch machen. Ah ne, du hast gar keine Fähigkeit, ne? Ja, ja, okay, das vergesse ich immer. Dann stopf den mal kurz hier oben rein. Da gibt die Einheit noch ihm mit und dann löst du ihn jetzt nochmal auf. Das spart nämlich auch wieder Geld. Kommandant! Sehr schöne Armee. Eine sehr schöne Armee. Mit dieser Armee bin ich erstmal sehr zufrieden. Kommandant! Ihr Hunger nach einer Schlacht! Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir hier nochmal hunnische Bogenschützen, das wäre auch cool, aber es klappt wahrscheinlich nicht. So, du brauchst eine Mission, du hast jetzt Schiffe und du fährst hier hin bitte und machst hier Handelsschützen. Der muss was tun, sonst kriegt der lauter negative Trades, ne? Darf jetzt Streitkräfte kommandieren. Macht das, keine Ahnung. Geben wir ihm den Autoritätsbonus. Flavius, Lampronius, Calidus. Minus 2 Loyalität. Schade. Das riecht nach einer heldenhaften Mission. Als Meisterplaner? Warte mal kurz. Aber was bringt nochmal plus 1 List? Der wäre zu gut. Der wäre eigentlich zu gut, ne? Er ist verschmäht, ja. Und er ist langweilig. Aber der Bonus auf List plus 2 wäre brachial gut. Das wäre echt richtig gut. Moral minus 7 für die Einheit des Kommandanten. Arcadius kann gerade nichts machen, weil er unterwegs ist. Kannst du mal die Loyalität bei dem Typen sichern? Und du gehst mal hin und sicherst uns die Loyalität hier bei ihm. Versuch mal, wir versuchen ihn mal noch zu halten. Bereit zum Kampf. Zu die sind tatsächlich alle sehr loyal, ne? Stopp. Warum ist Flavius Calidus hier? Von meinen Söhnen. Okay, wir gucken mal.
komm zurück. Oh, okay. Geld für eine Heirat. Sie ist 19 Jahre fresh, okay. Tun wir das. Bei unserem Vasall in Ordnung. Die Hunden heftig einkassiert. Das ist Quatsch, das machen wir nicht. Die werden sofort wieder in den Krieg gegen uns gerufen. Okay, Langobarden sind down. Es wird immer schöner. Kontrolle minus 4. Unvorhergesehene Schwierigkeit. Ja, so ist es, ne? Kontrolle minus 4. Unvorhergesehene Schwierigkeit. Tja. Danke, Spiel. Gut, dann nehmen wir die Kontrolle weg. Ich meine, es hat nur lange gedauert, bis ich mal sowas Ähnliches aufgebaut hatte. Dann habe ich eine heldenhafte Mission für dich. Wir hungern nach einer Schlacht. Du kriegst momentan einen Bonus auf Integrität. Das ist gut. Viel Integrität ist wichtig. Ich erwarte eure Befehle. Ja, das Spiel, das und ich, ne? Also, wir kommen sehr gut miteinander aus, wie man merkt. Okay. Ach, guck mal, die haben Rhodos. Nee, Rhodos hatten sie vorher schon kolonisiert. Das stimmt. Ja, ich kann aber bei ihm, glaube ich, reinlaufen, ne? In Bewegung. Habt ihr noch No way. No way. Alter, das ist mein Verbündeter. Oh, ich freue mich so wahnsinnig auf Westrom. Das werden wir etwas anders spielen, ja. Es kann jetzt leider sein, dass der Typ am Ende noch einen Loyalitätspunkt bekommt, ne? Dann muss ich aber, glaube ich, meiner Linie treu sein und muss den trotzdem irgendwie ausschalten oder so. Boah, okay, jetzt haben die soeben die Armee, glaube ich, auch komplett vernichtet, ne? Vorhin haben die nur einfach so, oder?
Ja, gucken wir mal. Warten wir es mal noch ab. Thoughts and Prayers, ja, ja. Ah, ne, das war das vorhin, ja, okay. So, Friedensabkommen auf keinen Fall. Genau. Die wollen jetzt wahrscheinlich Amerika entdecken, würde ich mal behaupten. Und bei wem wankt jetzt die Loyalität? Bei dem. Eure Befehle? Ausländische Interessen. Ich erwarte eure Befehle. Schade, ich hätte gerne nochmal einen Fernkämpfer gehabt. Kommandant? So, ah ja, genau. Jetzt brauche ich Militärzugang bei dir. Warte, Moment, stopp. So, jetzt kann der tatsächlich darüber laufen. Ah, stopp, du musst vorher. Ne? Wie ihr befehlt. Ich bin fertig für den Moment. Wäre ich doch nur so schnell wie die Engel. Zu euren Dienst. Nächste Runde. Wir machen's nächste Runde. Habt ihr noch weitere Befehle? Wir machen's nächste Runde. Wenigstens kann man sich auf diese Anzeige von diesem Spiel verlassen. Leute, was ist jetzt hier gerade mit meiner Software los? Warum flackert meine Webcam so krass? Moment bitte. Verabschiedet sich schon meine Webcam, ne? Jo, krass, die hat irgendwie einen Wackler oder sowas. Muss ich mal gerade nochmal neu anstöpseln. Machen wir gleich. Machen wir gleich eine halbe Stunde rum. So lange machen wir eh nicht. Ich stehe euch zur Verfügung. Also diesen Part hier, ne? Der Stream geht natürlich noch weiter, ne? Nächste Runde kapitulieren die. Dann plünderst du das wahrscheinlich nochmal, ne? Vermutlich. Ich tippe, also wenn es um die Technik geht, ich tippe auf die Technik. Okay, wir können mal gucken, ob wir noch ein Handelsabkommen kriegen. Bei Hispania bin ich mir nicht so sicher.
Die Abdani sind aber mit den Gauten im Krieg, das wird nicht klappen. Noban. Das wird alles nicht klappen. Mit allen anderen sind wir im Krieg. Oder können nicht handeln. Illyrien ist neu geschaffen worden. So, da sind wir wieder. Sizilianische Siegeskaffeesorte, das ist wahrscheinlich zu lange. Feindliche Agentenaktivität, kritischer Erfolg oder kritischer Fehlschlag. Uneheliche Geburten. Die Scheiterhaufen brennen. Und zack. Ein wahrer Römer. Ich erwarte eure Befehle. Marsch! Ich erwarte weitere Befehle. Wäre ich doch nur so schnell wie die Engel. In Bewegung. Im Hinterhalt verborgen. Verbirg dich bitte im Hinterhalt. Tu mal für einen Moment so, als würde die KI das berücksichtigen. Gibt's hier Verschleiß? Nein, das ist sehr gut. Wie kann ich euch? Der ist aktiv. Der ist auch aktiv. Gut. Zu eurem Dienst. Du bist ein Staatsmann. Was machen wir mit dir, Flavius? Was machen wir mit Flavius? Flavius könnte General werden. Wir könnten Flavius zu einem General machen. Müssen wir mal gucken. Was wäre denn, wenn wir den Sassaniden mal einen Frieden anbieten? Nope. Wie kann ich euch dienen? Ja, ist egal eigentlich, wie wir den weiter skillen. Zögerer. Ein Baumeister der Zögerer.
Du brauchst auf jeden Fall... Ja, also mach das hier noch mit dem Wohlstand und dann machst du hier weiter. Kann ich dir hier noch irgendwas Cooles geben? Das ist alles nur so Kampfgedönsel, ne? Mhm. Ja. Mein Verstand und meine Worte stehen in eurem Dienst. Ja, super. Unser Bischof. Fantastico. Wir haben einen neuen Namen für eine Armee gekauft. Guck ich mir an. Sekunde. Siegeskaffee-Armee umbenennen in sizilianische. Siegeskaffee-Säufer. Das ist zu lange, das wird nicht hinhauen. Aber sag mir ansonsten, wie das machen könnte. Ja genau, Varro Punctator, so ist es. Der Zögerer, der Zauderer. Spöttisch bezeichnet, um dann doch gegen Karthago zu gewinnen, aber... Warten wir es mal ab. Oh, die Dänen kommen! Guck mal, da haben sie den langen Weg nach Griechenland in den Urlaub gesucht. Oha, da brennt was, da brennt was. Die Gepiden, ja. Klar, die heiraten wir. Staatsangelegenheit, Tribut, Untertan, Flavius Volcatius Poplicola. Okay. Betreibt Fraktionspolitik. Ja, ein Geschenk von meinem Volk. Okay, super. Wir machen hier eine ganz kurze Pause und sind gleich wieder da.